Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wird Schminke ausgemistet und zwar nicht nur ein wenig, sondern wirklich sehr, sehr viel. Also falls ihr Bock drauf habt, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn am Ende gibt es eine riesengroße Verlosung. Natürlich nicht die Produkte, die ich ausmisten werde, weil die werde ich wirklich ausmisten. Manche werden davon in Müll landen, manche aber werde ich aufheben und an meine Freunde weiter verschenken, weil die finden das halt nicht so schlimm, wenn ich denen benutzte Sachen von mir schenke, weil man kennt sich ja oder meine Mama freut sich darüber oder meine Cousine oder wer auch immer. Aber wie gesagt, sowas werde ich in diesem Video nicht verlosen. Da braucht ihr mich auch gar nicht fragen, sondern das wird halt wirklich nur verschenkt an die Leute, die ich auch wirklich kenne. Weil ich finde das einfach super unhygienisch, wenn ich Sachen verlosen würde, wo ich schon mal mit meinem Finger drin war. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist halt super eklig, finde ich jetzt. Ich würde auch nicht gerne benutzte Produkte gewinnen wollen. Aber ich dachte mir, ich habe wirklich eine komplette Schublade voll. Die kann ich euch hier mal ganz kurz einblenden. Die ist wirklich voll mit Schminke, Leute. Und die, dachte ich mir, teile ich einfach in drei Teile auf und dann bekommen drei Leute einen mega fetten Gewinn. Es sind jeweils Pakete zwischen 300 bis 500 Euro. Also im Endeffekt verlose ich Schminke im Wert von 1500 Euro ungefähr. Und genau, drei Leute können am Ende gewinnen. Das sind drei gefüllte Pakete. Falls ihr sehen wollt, was ich dann am Ende verlose, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Und es gibt noch was mega geiles zeitgleich auf Instagram zu gewinnen. Und zwar diesen mega coolen Koffer hier von NYX. Den habe ich zugeschickt bekommen und den würde ich gerne an euch verlosen. Und zwar kann man den hier einmal öffnen. Das zeige ich euch auch gleich. Das sieht voll cool aus. Und zwar einmal so. Und dann habt ihr hier wirklich super, super viele NYX-Produkte drin. Zum Beispiel hier einmal diese Blush-Palette hier von NYX. So schaut die aus. Dann habt ihr hier noch ein Täschchen von NYX. Ganz viele Pinsel von NYX. Also wirklich, ihr seid so gut bedient mit diesem Koffer. Da habt ihr wirklich einfach alles drin. Also falls ihr mir jetzt noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das gerne da. Heiße ich Sarah Desideria und da kommt zeitgleich mit diesem Video der Post online, wo ich diesen Koffer hier verlosen werde. Also macht nicht nur hier auf YouTube mit, sondern auch auf Instagram. Aber wie gesagt, dazu kommen wir später. Ich laber gar nicht mehr weiter drum rum. Was ich noch sagen wollte, meine liebe Freundin Lisha hat ihren Lash-Shop eröffnet. Deswegen würde ich mich total freuen, wenn ihr auch bei ihr vorbeischauen würdet. Ich trage übrigens heute auch ihre Lashes und zeige sie euch auch mal ganz kurz. Und zwar schauen die so aus. Wirklich eine super geile Verpackung mit Glitzer drinne. Und das ist hier zum Beispiel ein Modell und sie hat wirklich ganz viele verschiedene. Und ich habe euch jetzt das Modell Virgin gezeigt, also sozusagen die natürlichsten. Und ich trage heute Cat Eye. Und die Wimpern kosten 14,90 Euro oder 14,95 Euro. Und mit dem Code SARAH10 bekommt ihr 10% Rabatt. Und ich muss wirklich sagen, ich sage es nicht, weil es nur meine Freundin ist. Es sind wirklich die geilsten Wimpern, die ich jemals hatte. Also vielen, vielen Dank, Lisha. Deswegen seht ihr hier oben auch Werbevideo und weil ich euch noch voll viele Marken zeige. Man muss das jetzt neuerdings so markieren. Also wie gesagt, deswegen Werbevideo. Nicht, weil ich von Lisha oder sonst wem hier bezahlt werde. Genau, falls ihr Bock habt auf Wimpern, schaut da gerne mal vorbei. Link ist in der Infobox. Und ich würde sagen, wir starten jetzt wirklich mit dem Ausmisten. So Leute, ich habe mich jetzt mal kurz umgesetzt und zwar zeige ich euch das hier nur so im Schnelldurchlauf. Das hier ist mein Schminktisch, da habe ich aber nicht meine meiste Schminke drin, denn die ist da drüben. Hier habe ich nur so ein paar Sachen, die ich wirklich täglich benutze, zum Beispiel so ein paar MAC-Lippenstifte, die ich wirklich jeden Tag verwende, immer eine andere Farbe, deswegen sind die auch hier so schön angeordnet. Dann habe ich hier so meine ganzen Augenbrauenprodukte drin. Hier sind dann ein paar Haarbürsten, also wirklich nichts Besonderes. Hier werde ich auch, glaube ich, nichts von ausmisten, weil das sind so Basics, die ich halt alle brauche. Hier ist noch Schmuck drin, ist nicht erwähnenswert. Und jetzt kommen wir hier zu der Schublade. Die ist ja nicht wirklich groß, deswegen hole ich die Kamera ein bisschen näher dran und dann zeige ich euch, was davon alles weg kann. So, Leute, das hier ist die erste Schublade sozusagen. Ich hoffe, ihr seht das auch alles gut. Hier habe ich alle meine Puder drin. Das heißt, Puder zum Fixieren, als auch normale Puder, die sehr gut decken. Und hier werden wir mal schauen, was ich hier nicht so brauche. Also momentan benutze ich das hier sehr gerne. Das ist von Bare Minerals. So ein Puder. Da kann man sich entscheiden, ob die Haut ein bisschen glowy sein soll oder matt. Ja, so schaut das hier aus und das benutze ich halt momentan sehr gerne. Und den Rest brauche ich eigentlich wirklich kaum. Aber ich werde mal schauen, was ich hier nicht mehr brauche, was wirklich weg kann. Was jetzt wirklich weg kann, ist dieses Puder hier von P2. Das nennt sich Nude Blend und das habe ich wirklich einmal benutzt vielleicht. Also ihr seht, das ist wirklich noch komplett neu. Und deswegen kann das weg, weil ich das wirklich nie benutze und es steht hier nur rum. Deswegen verschenke ich das lieber, anstatt dass es hier nur rumsteht. Dann kann das hier auch weg. Und zwar ist das hier von Essence, das Camouflage 2-in-1 Powder Make-up. Und das fand ich ultra schlecht. Also es hat mir wirklich überhaupt nicht gefallen. Das deckt halt auch nicht so gut und sieht ein bisschen cakey auf der Haut aus. Deswegen kommt das auch weg. Das wurde auch allerdings nur einmal benutzt. Dann habe ich hier etwas, was in den Müll kann. Und zwar ist das wirklich ein super altes Puder, was auch schon total kaputt ist.
Und das sieht irgendwie sehr unappetitlich aus, deswegen kommt das auch direkt in den Müll, weil ich habe davon noch eine Reserve. Dann haben wir hier ein Puder, was ich wirklich gar nicht benutzt habe. Also das ist wirklich noch komplett neu. Und deswegen werde ich das auch verschenken, weil ich das einfach überhaupt nicht benutze und das einfach nur blöd rumsteht. Es geht weiter mit diesem Puder hier von Essence und ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe, ein Puder in so einer dunklen Farbe zu kaufen. Ja, auch ein paar Mal benutzt, aber wie gesagt, das ist wirklich viel, viel zu dunkel. Und zu guter Letzt kommen wir zu einem High-End-Puder. Das misste ich nur aus, weil ich das doppelt habe und auch dieselbe Farbe. Das ist von Bare Minerals, das Bare Skin Puder Light to Medium. Und das Produkt schaut so aus. Also wie gesagt, habe ich auch nur ein paar Mal benutzt, weil ich das halt doppelt habe und zweimal aufgemacht habe. Warum auch immer. Naja, typisch Sarah, wird sich aber auf jeden Fall jemand darüber freuen, weil das wirklich wie neu ist und wirklich ein sehr tolles Puder auch. Ja, mit Puder bin ich jetzt soweit so gut fertig. Und jetzt kommen wir mal zu diesen ganzen Stiften hier. Oh mein Gott, also hier brauche ich wirklich einiges nicht. Und zwar haben wir hier einmal einen Essence Extra Long Lasting Eyeliner Pen. Benutze ich wirklich nie. Also wirklich, eigentlich könnte ich alles hier rausnehmen und einfach wegtun. Weil das Ding ist einfach, ich benutze hiervon nichts. Also wirklich gar nichts. Ich benutze keinen Eyeliner. Wenn ich Eyeliner benutze, dann wirklich nur einen. Und zwar einen von Art Deco. Den zeige ich euch auch immer. Und ansonsten benutze ich auch kein Kohlkajal oder sonst irgendwas. Deswegen kommt das hier wirklich alles weg. Also wirklich komplett alles. Weil vielleicht behalte ich eine Sache, so einen schwarzen Kajal kann man ja immer mal gebrauchen. Und das hier ist wie gesagt mein Lieblings-Eyeliner, der von Art Deco, Hyperquisition nennt er sich. Und den benutze ich immer. Also das ist der einzige, den ich überhaupt benutze. Und den Rest, den benutze ich halt echt gar nicht. Deswegen kann hier eigentlich alles raus. Auch sowas hier war jetzt da drin und sowas benutze ich halt auch nicht, so einen weißen Stift oder generell so Lidschattenstifte. Hier habe ich auch noch einen von irgendeiner Marke, keine Ahnung, woher der ist. Aber auf jeden Fall sowas benutze ich gar nicht oder auch so Kajals. Also hier ist zum Beispiel einer auch von Chanel jetzt dabei, sehe ich. Und sowas benutze ich einfach nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir das gekauft habe. Ich horte und horte und horte und benutze solche Eyeliner bzw. Kohlkajals überhaupt nicht. Also das gehört wirklich nicht zu meinem Schminksortiment, sage ich mal. So Leute, und das hier ist dann auch schon meine letzte Schublade von meinem Schminktisch. Wie ihr seht, der ist wirklich nicht groß. Ich habe nämlich nicht den Malm-Schminktisch, sondern den Hemmnes-Schminktisch, so nennt er sich, glaube ich, von Ikea. Und da ist wirklich nicht viel Platz drin und da finde ich den anderen wirklich tausendmal besser. Und dann wollte ich noch das hier ausmisten und zwar benutze ich eigentlich nie cremige Produkte zum Konturieren, nur wirklich sehr, sehr selten. Aber ja, wirklich eigentlich sehr, sehr selten. Und wenn ich meine mit sehr, sehr selten, dann vielleicht einmal im Jahr, wenn überhaupt. Deswegen kommt das hier auch weg. Und zwar ist das die Ineffectable Sculpt Palette von L'Oreal. Dann misste ich ebenfalls noch von Benefit dieses Puder hier aus. Und zwar ist das der Professional Ain't Zero Shine. Finde ich eigentlich ganz gut, aber das Puder ist wirklich schon so, so alt. Ich glaube, schon 3 Jahre oder so. Und da ist halt auch nicht mehr viel drin. Deswegen landet das einfach mal im Müll. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das haltbar ist. 12 Monate auch nur, steht auch hier unten. Und ich habe da schon ganze 3 Jahre hier und horte. Schande über mein Haupt. In dieser Schublade hier habe ich ebenfalls noch Setting Sprays gefunden. Und das hier kommt auch weg, weil das benutze ich wirklich auch nie. Und zwar ist das Superstay 24 Stunden von Maybelline. Und das habe ich wirklich vielleicht 2 oder 3 Mal verwendet. Also es ist wirklich noch total voll. So, jetzt kommen wir zu meiner ersten richtigen Schublade. Und zwar habe ich hier so fast alles drin. Wir beginnen natürlich mit diesem Fach hier. Und zwar sind hier nur Mascaras drin. Wenn ihr euch fragt, woher ich diese Teile habe, die sind von Ikea. Die kosten auch nicht so viel. Und genau, da habe ich einfach so meine ganze Schminke reingetan. Und wir werden jetzt anfangen, Wimperntuschen auszumisten, die wirklich super alt sind. Und hier sehe ich auch schon 1, 2 Stück, die ich wirklich nie benutze und die auch schon mega alt sind. Und zwar sind das diese 2 hier. Das sind von Benefit solche Proben. Einmal die Bad Gal Mascara und einmal die Day Real Mascara. Dann habe ich hier so meine liebste Mascara aus der Drogerie von früher. Und zwar ist das die False Lash Effekt von Max Factor. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Und zwar sieht die so aus und ich glaube, ihr seht selber, die ist super verdreckt und voll alt. Und dann habe ich hier noch 2 mega alte Wimperntuschen und zwar einmal von Maybelline. Die gibt es auch schon gar nicht mehr im Handel. So eine pinke, die nennt sich die feine Lash Mascara. Die gibt es auch noch in grün oder gab es auch in grün. Und die hier, das ist die von L'Oreal. Die benutze ich auch überhaupt nicht mehr oder habe sie auch nur ein paar Mal benutzt. Und die ist auch aus dem alten Sortiment noch, aber die könnt ihr so jetzt noch kaufen.
Mann, das nervt mich voll mit der Kamera. Die fokussiert heute echt schlecht. Und zwar nennt die sich vierfaches Volumen. Dann habe ich noch diese Mascara hier. Und zwar ist die von Essence. Und die ist wirklich uralt. Und die gehört wirklich mal in den Müll. Die ist bestimmt schon 6 Jahre alt oder so. Dann habe ich noch diese Mascara hier. Und zwar ist die von Aiko. Das habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Ich weiß auch gar nicht mehr von wem. Auf jeden Fall auf irgendeinem Event. Und ich finde die wirklich super schlecht, die Mascara. Deswegen kommt die auch weg. Ich habe die nur einmal benutzt und nie wieder. Dann habe ich hier noch von Benefit den Day Real Primer. Und ich muss wirklich sagen, ich brauche nicht den Primer oder die Mascara auftragen, weil die Mascara reicht mir da schon. Deswegen kommt das auch weg. Diese Mascara hier von Bare Minerals finde ich auch nicht so gut. Deswegen werde ich die auch noch frühzeitig aussortieren, damit jemand anderes an der noch Freude haben kann. So, ich würde sagen, wir widmen uns jetzt einfach mal meinen Highlightern. Und ich glaube, da kommt wirklich gar nichts weg, weil so viele Highlighter besitze ich gar nicht. Ja, ich glaube, da kommt wirklich gar nichts weg, weil Highlighter braucht man immer mal. Und ich glaube, ich habe hier nur 10 Stück oder so, die ich eigentlich auch alle verwende. Meine liebste Palette ist momentan hier die von NYX. So schaut die aus und ich liebe die einfach über alles. Die ist wirklich toll. Also von Highlightern kommt erstmal nichts weg. Aber von den Primern hier. Und zwar das erste, was wirklich wegkommt, was ich wirklich nie verwende, ist von Smashbox dieser Primer hier. Der war wirklich sauteuer und ich habe den vielleicht 2-mal verwendet und dann auch nie wieder. Und ja, der kommt auch definitiv weg. Hier habe ich dann noch ein ganz neues Produkt und zwar von Pixi. Ja, ich weiß nicht, was das hier sein soll. Wahrscheinlich auch ein Primer. Ups. Dann habe ich hier noch dieses Professional-Teil von Benefit. Das macht man sich unters Make-up, damit man da nicht glänzt. Aber ich habe das irgendwie auch nur 2-mal benutzt und dann auch nie wieder leider. Weil ich bin da so ein bisschen basic, was Schminken betrifft. Also ich benutze dann wirklich auch nur die Produkte, die wirklich nötig sind. Und klatsche da nicht unnötig noch 10 Kilo darunter. Deswegen, ja, auch leider keine Verwendung dafür. Ja, und zu guter Letzt habe ich dann hier noch ein Produkt von Alverde. Und zwar ist das ein Anti-Rötung-Grundierung oder so. Und das ist mir einfach zu grün gewesen, deswegen kommt das leider auch weg. So Leute, ich habe euch jetzt ein bisschen näher dran geholt und wir müssten jetzt zusammen Foundations aus. Yay! Das erste, was mir ins Auge springt, was ich wirklich nicht benutzen kann, weil mir das wirklich viel zu hell ist, ist hier diese BB-Cream oder was auch immer das sein soll. Ich glaube, das ist eine BB-Cream von Naked, also von Urban Decay. Nennt sich Naked Skin und das ist die One and Done Hybrid Complexion Perfector nennt sich das Ganze in der Farbe Light und es ist mir irgendwie zu hell, also wirklich viel zu hell. Ich bin ja auch ein bisschen dunkler geworden und so und ja, ist einfach zu hell. Dann geht es weiter mit dieser Foundation hier und zwar ist das von Urban Decay, die All Nighter Foundation und ich finde die wirklich super, aber die ist wirklich viel zu hell, das ist wirklich Leichen-Make-up, wenn man das so sagen kann. Das ist die Farbe 0,5 und das ist wirklich so hell, Leute. Sowas Helles habt ihr in eurem Leben noch nicht gesehen. Also selbst ich sehe damit ungesund aus, damals sogar schon, obwohl ich so hell war. Wisst ihr, wie ich meine? Die hat noch nie gepasst, die Farbe, weil es einfach viel zu hell ist. Dann habe ich hier noch eine Foundation, die ich eigentlich sehr, sehr gerne mag. Und zwar ist das die Bare Minerals Bare Skin Foundation. Die ist aber allerdings schon abgelaufen. Die habe ich bestimmt schon 3 oder 4 Jahre schon hier stehen. Ich glaube, 3 Jahre sind es und die ist halt definitiv schon abgelaufen, die muss in den Müll. Dann misste ich ebenfalls noch diese Foundation hier aus und zwar ist die von Estee Lauder, wer kennt sie nicht, die gehypte Double Wear Foundation. Ich habe sie in der Farbe 1N2RQ oder so. Die Farbe passt eigentlich, dunkelt aber ein bisschen nach. Also auch jetzt könnte ich sie tragen, wo ich ein bisschen dunkler bin, aber das Ding ist einfach, ich kann diese Foundation nicht tragen, wenn ich irgendwie auf dem Event bin oder so, wo Fotos gemacht werden, die sieht einfach grauenvoll aus. Also die hat wirklich so ein komisches, wie nennt sich das denn? Die reflektiert so richtig komisch. Ich weiß nicht, wie sich das nennt. Also da siehst du komplett weiß aus dem Gesicht, wie ein Geist. Ja, deswegen, die ist wirklich eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, wenn ich irgendwo weg bin und die dann zufällig mal drauf habe, wo Fotos gemacht werden, sehe ich jedes Mal aus wie ein Geist. Ganz, ganz schlimm. Dann kommt noch diese Foundation hier weg. Die ist mir auch wirklich viel zu hell. Ist gar nicht meine Farbe. Habe ich mir mal gekauft. Das ist von Catrice, die Waterproof Made to Stay Foundation in der Farbe 10. Und die ist auch ein bisschen zu hell, leider. Dann habe ich hier von L'Oreal noch eine Foundation. Die benutze ich auch nie. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Aber ich bin ja momentan hängen geblieben bei einer anderen L'Oreal Foundation, die ich wirklich über alles liebe. Deswegen kommt die hier auch weg. Und zwar liebe ich ja diese Foundation hier. Das ist meine absolute Lieblingsfoundation von L'Oreal. Die werde ich nicht ausmisten. Die habe ich auch in mehreren Farben. Hier benutze ich momentan 4N.
manchmal auch 3N, manchmal auch 2N. Also es kommt immer darauf an, wie dunkel ich bin. Also das ist hier so meine Sommerfarbe gewesen. Und ja, dieses Make-up ist wirklich mein allerliebstes. Da brauche ich kein MAC oder kein NARS oder kein Too Faced oder was weiß ich was. Das ist wirklich mein Make-up. Ich liebe es. So, und dann kommen wir zu den Concealern. Das ist wirklich super einfach, weil ich habe nicht viele Concealer. Und das, was weg kann, ist hier einmal von Benefit, der Boing Concealer, und einmal von MAC, der Studio Finish Concealer. Ich hasse einfach solche cremigen Concealer und kann mit sowas einfach nichts mehr anfangen. Deswegen kommen die weg, weil ich benutze nur noch solche flüssigen. Yay, jetzt kommen wir endlich zu den heiß geliebten Paletten, und da misste ich einfach alles aus. Also wirklich, was ich nicht benutze. Das sind hier diese ganzen Essence Paletten, die sind auch teilweise neu. Also ein paar sind neu, also sowas hier brauche ich einfach nicht. Also ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, immer so viel zu kaufen. Dann habe ich hier noch von Smashbox etwas. Die finde ich auch ultra schlecht, dafür, dass sie so teuer war. Farben sind eigentlich sehr schön, aber wie gesagt, ich kann damit einfach nichts mehr anfangen. Genau, das hier bleibt alles. Das sind so die Kaylee-Schatten-Paletten und so. Das sind meine Lieblinge. Das kann auch bleiben. Das ist hier so eine neue Palette auch, wo ich gerade am Testen bin. Und dann kommen wir hier zu. Und zwar habe ich hier von Essence so eine Bronze-Palette. An der habe ich mich echt schon satt gesehen. Hatte ich jeden Tag im Urlaub drauf. Egal, wo ich war. Also letztes Jahr im Urlaub war die immer dabei. Ist auch schon gut benutzt, wie man sieht. Und dann kommt diese Palette hier auch noch weg von Catrice. Das ist die Deprecious Cooper-Palette. Und die sieht auch voll mitgenommen aus. Also wirklich sehr oft benutzt auch, wie man sieht. Dann habe ich hier noch zwei Produkte von L'Oreal. Es sind auch ebenfalls Lidschatten. Mit diesen Farben kann ich leider gar nichts anfangen. Genau, deswegen kommen die leider auch weg. Und das war es eigentlich auch schon an Paletten. Also diese Schublade ist komplett ausgemistet. Und wie ihr seht, trotz ausgemistet habe ich hier trotzdem noch super, super viel in der Schublade drin. So Leute, und jetzt kommen wir zur letzten Schublade sozusagen. Die dritte Schublade besteht ja nur aus neuen Produkten. Und hier habe ich einmal meine ganzen Lip Liner und so Lip Kits. Diese Kylie Lip Kits. Dann habe ich hier auf der Seite nur meine ganzen Blushes und auch ein Bronzer sehe ich gerade. Der gehört eigentlich nicht hier rein. Dann habe ich hier so alle matten Lippenstifte drin. Hier habe ich alle Chubby Sticks oder wie die heißen drin. Also cremige Lippenprodukte. Hier habe ich dann alle Lipglosse, was wirklich super viel ist. Und hier habe ich dann alle Lippenstifte. Und hier kann wirklich auch einiges weg, Leute, das sage ich euch. Wir beginnen bei den Lipglossen und hier können wirklich alle drei weg. Zwei sind von L'Oreal und einer ist von Maybelline. Die sind wirklich super alt und die müssen wirklich in den Müll. Dann habe ich hier noch so einen pinken Baby Lips, benutze ich auch wirklich nie. Hier habe ich von Urban Decay einen Naked Lipgloss. Ich finde die Farbe sehr schön, aber dieses Knistern an den Lippen, also dieses Minzige mag ich irgendwie nicht so gerne. Deswegen kommt er leider auch weg. Dann habe ich hier, seht ihr bitte, wie eklig das aussieht. Das muss man zwar schütteln und dann geht das wieder, aber ich hasse diese Dinger hier von Lancôme. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die heißen. Ja, auf jeden Fall kommt das auch weg, weil ich finde das einfach furchtbar. Also das gibt keine Farbe richtig ab, sondern das ist einfach nur Öl. Und es gefällt mir einfach gar nicht. Lip Liner habe ich mich einfach dazu entschlossen, gar keinen auszumisten, weil ich verliere so oft Lip Liner. Und das sind wirklich alles nur so Essence oder Trended Up Lip Liner. Das sind jetzt keine teuren Lip Liner, wo man jetzt sagen muss, okay, das muss jetzt irgendwie weggeschmissen werden. Und Lip Liner halten ja auch 10 Jahre wie Lippenstifte. Deswegen kommt davon gar nichts weg, weil ich brauche eigentlich so jede Farbe, sage ich mal. Und falls ich halt mal wieder was verlieren sollte, habe ich hier wirklich immer genügend. Deswegen kommt davon hier gar nichts weg, weil wie gesagt, Lip Liner braucht man immer. Aber kommen wir mal zu diesem Teil hier. Und zwar sehe ich hier schon einige Sachen, die ich gar nicht mehr verwende. Und zwar sind das diese Blushes hier von L'Oreal aus dieser Studio Sculpt Reihe. Oder Blush Sculpt nennen die sich, genau. Die benutze ich leider auch überhaupt nicht mehr. Und dann habe ich ja auch noch so einige Farben von P2, die ich auch wirklich nie verwende. Alle bestimmt nur so 2-3 Mal benutzt und dann wieder in die Ecke gelegt, was wirklich viel zu schade dafür ist. Dann habe ich hier noch so einen krass pinken Maybelline Blush, den ich auch wirklich nie verwende, weil der mir einfach viel zu pink ist. Und hier haben wir dann noch was ganz Tolles von Bare Minerals, auch vielleicht nur 2 Mal verwendet oder so. Das ist, das zeige ich euch mal, sowas hier. Und zwar ist das hier so ein 2-in-1-Teil mit Highlighter und Blush. Auch vielleicht nur 2-3 Mal benutzt leider und deswegen verschenke ich das sehr gerne. So, bei den matten Lippenstiften sind wir jetzt schon angekommen und da kommt das hier weg. Und zwar gefällt mir die Farbe einfach nicht und die benutze ich auch nicht. Dann kommt das hier noch weg und zwar ist das von Bourjois. Das ist wirklich ein ganz furchtbarer Lippenstift. Der sieht einfach so schlimm aus auf den Lippen. Furchtbar.
Und dann kommt das hier noch weg von Maybelline, weil das ist einfach viel zu knallig. Sowas trage ich einfach heute nicht mehr. Genauso wie diese Farbe hier, die sagt mir auch überhaupt nicht mehr zu. Ja, das war es dann eigentlich auch schon mit den matten Lippenstiften, also matten Liquid Lipsticks. Weil da habe ich wirklich nur so neues Zeug drin, was ich erst vor kurzem gekauft habe. Vorher hatte ich ja nicht so viele matte Lippenstifte. So, jetzt kommen wir auch schon zu den Glossen und da kann auch einiges weg, wie ich hier sehe. Diese drei tollen Lipglosse müssen leider meine Schminksammlung verlassen, weil, ja, die sind einfach viel zu alt. Die müssen definitiv in den Müll. Dann habe ich hier noch von Bare Minerals diesen Moxie Lipgloss. Und der vergrößert auch irgendwie die Lippen und schmeckt auch so minzig. Und ich hasse so minzige Dinger auf den Lippen. Und dann habe ich hier noch von Beauty is Life. Die Marke sagt mir gar nichts, weil ich auch gar nicht, woher ich das habe. So ein Lipgloss, der ist auch uralt. Und dieser hier ist auch uralt. So, Lippenstift Nummer 1, der weg kann, ist dieser hier von Balmain in dieser krassen Farbe. Also Leute, sowas trage ich wirklich nicht. Deswegen, ja, wird das definitiv auch verschenkt. Der ist auch noch ganz neu. Hier habe ich dann noch so zwei Lippenstifte von Revlon, die ja vor 4 oder 5 Jahren so in den Himmel gelobt worden sind, dass jeder aus Amerika oder London bestellt hatte und auch ich habe es gemacht und die sind so alt und schon so vergammelt, dass die wirklich mal in den Müll müssen. Dann möchte ich noch diesen Lippenstift hier von Tom Ford ausmisten. Ich weiß nicht, aber irgendwie mag ich den einfach nicht. Die Konsistenz gefällt mir nicht, der ist wirklich viel zu teuer und ja... Der muss auch definitiv weg, benutze ich halt echt gar nicht. Der hier ist voll schön, aber ich benutze den nicht, mit so einer Blume hier drin. Dann habe ich hier noch so einen Lippenstift, der ist von Max Factor, der ist auch extrem alt. Auch nicht so oft verwendet worden, aber extrem alt. Außerdem muss ich mich von diesem krassen Lippenstift hier noch trennen. Und zwar ist der von Urban Decay und da ist mir wirklich viel, viel zu pink. Den habe ich früher sehr gerne getragen, vor circa 3, 4 Jahren. Ja, und ich glaube, mit dieser Schublade sind wir jetzt auch durch. Es ist alles ausgemistet. Und Leute, das hier ist jetzt die Stunde der Wahrheit. Schaut euch das mal an. Das hier ist alles für euch. Das werde ich jetzt in 3 Teile aufteilen. Und hier sind Sachen dabei wie Estee Lauder. Ihr seht, das sind noch ganz neue Produkte von Estee Lauder. Die gibt es erst neu im Handel. Dann haben wir hier zum Beispiel Essie-Nagellacke, ganz viele. Oder Puder von L'Oreal. Die neue Benefit-Mascara. Und wirklich alles Mögliche von NYX, irgendwelche Foundations. Dann haben wir hier noch so ein Puder. Also wirklich alles, was ein Herz, Mädchenherz begehrt, ist hier drinne, Leute. Wir haben hier auch noch Produkte von Adele übrigens. Also wirklich alles, alles, alles. Von Catrice sind auch natürlich auch Produkte dabei. Von Tom Ford ist auch noch was dabei. Also wirklich High-End bis Drogerie. Zum Beispiel hier auch noch eine Palette, die Schattenpalette von Maybelline oder diese neuen L'Oreal Sticks. Also wirklich alles Mögliche, Leute. So, kleiner Perspektivenwechsel. Ich habe mich jetzt mal kurz auf den Stuhl gesetzt, weil meine Knie schon wehtun. Das Video ist bestimmt ultra lang geworden. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür. Aber wir kommen jetzt endlich zu der Verlosung. Ihr habt ja schon in der Schublade gesehen, die untere Schublade beinhaltet nur komplett neue Produkte. Wie ihr seht, da ist von Benefit, Estee Lauder, Tom Ford bis Maybelline Essence alles dabei. Und ich werde 3 Pakete zusammenstellen. Das sind so Überraschungspakete, wo wirklich der Wert von 300 bis 500 Euro vertreten ist und ihr könnt dann wirklich eins von diesen 3 fetten Paketen gewinnen. Ich werde natürlich darauf achten, dass in allen 3 Paketen ungefähr dasselbe drin sein wird, dass vom Wert alles stimmt und ja, wie gesagt, 300 bis 500 Euro werdet ihr dann in diesem Paket an Schminke vorfinden und ja, ihr habt ja so ein bisschen grob gesehen, was ich da einpacken werde. Ich werde diese komplette Schublade entleeren, weil ich habe noch eine Schublade, die ist nämlich genauso voll, die werde ich euch aber nicht zeigen, weil da ja, verlose ich einige Dinge immer wieder auf Instagram von. Also falls ihr gerne an solchen Gewinnspielen teilnehmt, dann folgt mir auf jeden Fall gerne auf Instagram. Und wie gesagt, der Riesenkoffer, der Riesen-Nix-Koffer wird auf Instagram verlost. Also macht auf jeden Fall mit. Was ihr jetzt für diese Verlosung hier tun müsst, um so ein fettes Gewinnpaket von mir zu gewinnen, es gibt ja 3 Stück, ja, da müsst ihr einfach nur meinen Kanal abonnieren, das ist kostenlos. Diesem Video einen Daumen nach oben geben und so viele Kommentare schreiben, wie ihr wollt. Aber bitte spamt nicht, sondern kommt immer wieder und schreibt so ein bisschen was anderes, sonst landet das alles bei mir im Spam-Ordner. Genau, das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem Video. Ich habe jetzt wirklich einiges an Schminke ausgemistet. Ich hätte liebend gerne noch ein bisschen mehr ausgemistet, aber ich glaube, das hätte den Rahmen des Videos gesprengt. Falls ihr noch einen Teil 2 haben wollt, weil hier sind, glaube ich, noch einige Produkte dabei, wo ich nicht so genau geguckt habe oder dreimal überlegt habe, ob ich das wirklich brauche. Aber ich will ja auch kein Video hochladen, was eine Stunde lang geht. Deswegen, ja, verzeiht mir. Also wie gesagt, falls ihr noch einen Teil 2 haben wollt, schreibt mir das auch in die Kommentare. Ja, macht auf jeden Fall alle fleißig bei der Verlosung mit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dann. Ciao!